Hey Leute, willkommen zu einem Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal eine neue Verglitschungsmethode für den Giftcard of Friends. Falls ihr nicht wisst, was ihr für den Giftcard of Friends benötigt, für diesen Giftcard of Friends benötigt ihr einmal ein Spezialfahrzeuglagerhaus. Dann benötigt ihr noch irgendeins der Spezialfahrzeuge, was ihr auch in die Luft springen könnt mit 3 Haftbomben. Dann braucht ihr noch unter anderem einen Kollegen, der euch das Auto geben wird, was ihr haben möchtet. Und ihr selber benötigt noch eine mobile Kommandozentrale. In dieser mobilen Kommandozentrale benötigt ihr ein persönliches Fahrzeuglager. Und in diesem persönlichen Fahrzeuglager muss sich, also eher gesagt, kann sich schon ein LRG RH8 befinden. Aber dieser kann auch leer sein, das ist in dem Fall egal. Und ja, mehr braucht ihr eigentlich für diesen Glitch nicht. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal die Verglitschungsmethode. Was ihr dafür nämlich macht, ihr begibt euch erstmal hier zu der Fahrzeuglagerhalle für die Spezialfahrzeuge. Nun fordert ihr ganz einfach euer Spezialfahrzeug über das Interaktionsmenü an. Mit dem Speedo Custom kann man das zum Beispiel schon mal nicht machen, da dieser zu viel aushält. Muss ich kurz mal meinen Blazer Aqua bestellen. Und nun warten wir kurz, bis dieser ankommt. So, wie sehen können, mein Blazer Aqua ist jetzt dort. Was ihr jetzt macht, ist, ihr holt euch Haftbomben. Jetzt müsst ihr an dieses Tor 3 Haftbomben, genauso wie ich, gut verteilt hinwerfen. So, nun holt ihr euch euer Blazer Aqua oder das Fahrzeug, was ihr halt dafür used. Steigt auf dieses auf. Nun müsst ihr Folgendes machen. Kurz bevor ihr auf das Tor klatscht, müsst ihr die Falltaste nach links einmal drücken, um die Haftbomben zu zünden. Das Ganze machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt First Try hitten werde, denn ich bin ehrlich, ich habe auch vorhin mehrere Versuche gebraucht, bis ich es dann mal geschafft habe. Wir machen das Ganze jetzt mal einfach drauf zufahren. Zack. Okay, ich habe es jetzt perfekt hinbekommen vom Timing, würde ich sagen. Leider kann man erst am Ende wissen, ob man das Ganze gehittet hat oder nicht. Heißt, ihr würdet jetzt einfach den Giftcard of Friends nochmal weitermachen. Wenn ich jetzt noch einen Clip habe von Giftcard of Friends, werde ich euch diesen jetzt noch weiter einblenden, dass ihr wisst, wie der Giftcard of Friends geht. Falls ich keinen Clip habe von einem Giftcard of Friends, den ich mal aufgenommen habe, werde ich euch jetzt einfach unten in der Beschreibung einen alten Giftcard of Friends verlinken, denn die Verglitschungsmethode sind immer anders, aber die Hauptparts vom Giftcard of Friends sind immer gleich. Also ja Leute, entweder ich würde sagen, lasst doch ein Abo da, haut rein und ciao, oder gönnt euch jetzt den weiteren Clip, wo ich den Giftcard of Friends zeige. Müsst ihr euch nun genau zu diesem Punkt hier begeben auf der Karte. Ihr müsst nämlich genau dort hingehen. Und wenn ihr dort angekommen seid, geht es auch schon weiter. Wenn ihr dann nun hier angekommen seid mit eurem Kollegen, fordert ihr nun das Auto an, was ihr in eurem MOC habt. Das ist nämlich der LRG 8, den wir uns vorhin gekauft haben. Nun öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen auf Sonderfahrzeuge, gehen auf die mobile Kommandozentrale und fordern die an. Was wichtig ist, dass wir nicht in die Richtung gucken, sondern in die andere Richtung, weg von diesem Platz. Denn dort wird nämlich die MOC spawnen und sie wird nicht spawnen können, wenn wir dort hinschauen. Okay, ihr könnt sehen, sie ist jetzt hinter uns gespawnt. Nun steigen wir einfach in den LRG RH8 ein. Und damit ihr Bescheid wisst, Leute, ihr müsst gleich bei einem Step die Falltaste unten gedrückt halten, dann auf Franklin gehen und dann einmal ablehnen. Auf jeden Fall, nun steigt ihr mit eurem Freund in den LRG RH8 ein. Was wichtig ist, dass euer Freund seinen Fahrzeugzugang auf Beifahrer gestellt hat. Nun muss euer Freund in das PSN-Menü gehen, indem er lange die PSN-Taste gedrückt hält. Hier geht er dann auf Anwendung schließen und drückt einmal die X-Taste und wartet dann einfach hier diesen Screen, wo OK oder Abbrechen steht. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, gebt ihr euch Bescheid. Wenn ihr das dann nun gemacht habt, so wie ich es gerade gezeigt habe, müsst ihr nun mit dem Auto hinten an euren MOC ranfahren. Drückt die Falltaste nach rechts, dann werdet ihr kurz gefreezt sein, euer Freund wird automatisch aussteigen. Nun fahrt ihr mit dem Auto zurück, steigt aus dem Auto aus, haltet einmal die Falltaste noch lange gedrückt, geht auf Franklin, drückt die Kreistaste. Dann muss euer Freund sich an eure MOC ranstellen. Dann müsst ihr in den blauen Kreis reinlaufen, drückt X auf alleine treten. Nun haltet ihr einmal die Falltaste nach unten, lange gedrückt. Drückt einmal mit dem rechten Stick nach oben.
und dann lässt ihr einfach die Pfeiltaste nach unten los. Dann dürft ihr diese Meldung bekommen, diese Meldung lehnt ihr einfach ab und dann müsst ihr so schnell wie es geht in das Auto von eurem Kollegen einsteigen, was ihr euch dorthin gestellt habt. Sobald ihr eingestiegen seid, dürft ihr sehen, dass ihr mit dem Auto in der MOC spawnt und nun habt ihr das Auto von eurem Kollegen, ich kann euch das Ganze auch einmal zeigen, indem ich aus meinem MOC rausgehe und dann einfach das Auto aus meinem MOC anfordere, dass ihr sehen könnt, dass ich das Auto habe und auch er einmal das Auto hat. Natürlich könnt ihr jetzt einfach diesen Schritt wiederholen, den ich euch gerade gezeigt habe, um ja durchgehend Autos von eurem Freund zu bekommen. Okay, wartet Leute, ich zeige euch jetzt noch kurz, dass ich das Auto wirklich bekommen habe und er auch sein Auto behalten hat. So, ihr könnt sehen, dort ist der T20, den er hatte. Und wenn ich jetzt mal mit diesem T20 zu ihm fahre, könnt ihr sehen, er hat denselben T20. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Kuss geht raus an Papagei aus dem WLAN, dass er mir geholfen hat. Ich würde sagen, lasst einen Daumen da, haut rein und ciao.